Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Moin Leute und ein Recht. Es ist ein zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, dem Türkiswolf. Ja, ihr seht, wir befinden uns leider nicht in Neuernmarsch. Kleine Info zu Neuernmarsch. Ich hätte eigentlich jetzt sehr, sehr gerne neue Folgen auf Neuernmarsch aufgenommen, aber leider hat es durch Updates den Spielstand zerschossen. Weshalb das jetzt natürlich leider alles verloren gegangen ist. Ich hätte gern ein Video heute rausgemacht und gerne euch vieles gezeigt von Leonard in Neuernmarsch. Aber ja. Nun, ihr seht, wir sind jetzt woanders diesmal gelandet. Wir mussten ja leider noch mal schauen, dass da es eine Hochflut gab und alles überschwemmt wurde. Und ich jetzt hier angekommen bin. Ja, wir sind jetzt hier irgendwo nirgendwo. Irgendwo auf einer Karte. Oder irgendwo in der Stadt, wo wir demnächst anfangen sollen. Wir haben wunderschönes Wetter, Kappa. Wir haben eher Regen gehabt statt Sonne. Aber mein, lass uns mal uns so wegschauen. Ja, unsere Familie hat uns hier irgendwo einen Hof wieder aufgebaut. Die fragen nur, wo. Die haben uns gesagt, mein Fahrzeug, mein Auto, was ich hier mitgebracht habe, also was sie uns gekauft haben, steht hier auch jetzt irgendwo hier. Ich kann nur noch schauen, wo. Das ist Container, no parking. Da steht eine Waage. Können wir uns messen lassen? Ja. Jetzt gucken wir mal erstmal, wo unser Fahrzeug steht. Ohne Fahrzeug müssen wir laufen. So. Was ist da? Das sieht wie eine Milchfabrik hier schon aus. Am Hafen. Fair Dairy. Sind das Abstellmöglichkeiten jetzt hier? Vielleicht steht jetzt unser Fahrzeug in all dieser Hallen. Das gucken wir mal. Nee. Komm ich hier rein? Sag mal, wo steht unser Fahrzeug? Das Ding müsste auch mal neu gemacht werden. Das ist ja total rustig, ey. Ja. Jetzt laufen wir erstmal hier rum und suchen unser Fahrzeug, weil ohne Fahrzeug kommen wir nicht weit. Das sieht, glaube ich, nach unserem Fahrzeug aus. Da fährt auch das Schiff schon weg, perfekt. Sagen wir, ja, Leonard Rafter. Ja, wir haben einen schönen Chevy als unser neues Fahrzeug, was wir jetzt fahren werden. Und dann wollen wir mal zu unserem Hof. Da wollen wir uns einen Hof mal suchen. So. So, dann fahren wir mal, würde ich sagen. Hier ist halt, glaube ich, der Ausgang, oder? Komme ich hier jetzt auch noch raus? Oder muss ich jetzt hier außen rumfahren? Ach, das passt, würde ich sagen. So, dann fahren wir mal erstmal. So. Einmal halten. So, die Frage ist, wo müssen wir lang? Fahren wir jetzt mal rechts, würde ich sagen. Upsassa. Dann natürlich wäre es noch schlau, wenn ich wüsste, wie schnell man hier fahren dürfte. Ja. So, da war glaube ich gerade ein Schild, war 70, glaube ich, also auf 70 hier. Und, oder unbegrenzt geil. Also, dass wir da mal durchtreten. Uiuiui.
runter auf 70. Wir wollen ja noch keinen Blitzer vor drauf haben, falls hier irgendwo ein Blitzer steht. So, wo sind wir jetzt hier? Icos sind wir jetzt hier. So. Ups, das sah. Wir haben Vorfahrt gehabt, ey. Das war mal hier links, würde ich sagen. Eikost verlassen. Und wieder unbegrenzt. Ja, dann dreht man das Pedal wieder durch, würde ich sagen. Und nicht lange, bis wir die nächsten 70 kommen. Wir können den Tempomat nicht mal auf 70 runterstellen. So. So. Ist jetzt im nächsten Örtchen. Wo sind wir jetzt hier angekommen? Wir sind in Hille. Aber in Hille ist auch irgendwo ist unser Hof. So, müssen wir mal schauen. Irgendwo in Hille ist unser Hof. Mal links. Ach ne, hier verlassen wir wieder. Hille. Oh Mann. Ich dann drehen wir mal hier irgendwo schnell. Ah, das sieht hier aus wie ein Händler. Ups, das da. Und drehen wir hier mal schnell mit unserem schönen Fahrzeug. Und fahren jetzt wieder rein nach Hille. Jetzt kommt, dann können wir. Fahren wir einfach, da kommt ja eh nichts. So, da vorne ist auch wieder Ortsende. Das heißt, es muss ja jetzt irgendwo hier sein. Jetzt fahren wir mal ein bisschen langsamer hier durch. Das ist das hier. Ah ja, ich erkenne schon unser Silo von der Rade auch. Anscheinend ist dies jetzt unser neuer Hof. 30. Es aber auch gerade immer die Schranke offen war. Ah, wir machen das niedliche Haus, was wir auch auf der Rade stehen haben. So, machen wir Motor aus. Meine Güte, es schüttet ja wie aus Eimern heute. Aber ich glaube, ich mache erstmal zuerst mal unsere Schranke zu, obwohl die eigentlich zu sein sollte. Dann haben die vergessen, uns das zuzumachen. Was ist das denn? Aha. Keine Ahnung. So, dann springen wir einmal kurz über die Schranke. Und schauen uns mal hier um, was so Feines hier ist. Ja, wie man sieht, ist gar nichts. Wir haben ein paar Garagen. Aber. Und wir haben auch einen Hund. Jago heißt er. Da kommt er. Hallo, Hundi. Ah. Ja. Süß. So, dann einmal aufsperren. Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor, dieses Häuschen, was wir mal gesehen haben irgendwo. Na nu, was ist das denn?
Ach, super. Kleinen Laptop haben wir auch. So, da gehen wir mal hoch. Meine Güte. Aber gut. Die haben gesagt, hier müssen auch irgendwo Schlüssel rumliegen. Wenn, dann waren die hier. Ja, genau, hier sind die. Gut. Ich habe zwei. Vier Schlüssel habe ich jetzt. Na super. Vier Schlüssel. Naja, plus unser Fahrzeugschlüssel ist dann fünf. So. Ja. Eigentlich weil ich mich gerade eher ja nicht rumbewegen, aber mal was soll's. Gucken wir mal, was sich jetzt hinter diesen Toren hier verbirgt. Gibt es auch irgendwo noch einen normalen Eingang? Nö. Na gut. So. Okay, ich habe schon mal zwei Schlüssel schon mal gefunden. Also, wir haben einen Waltra. Was ist das für ein Waltra? Irgendein Waltra halt. Ui. Schmackhaft. Glaube, das ist sogar den wir in der Rade erfahren. Na moin. Nur in Blau diesmal. Auch schön. Mei, der sieht aber schee aus. Und wir haben einen, ja, John Deere T560i. Voll MKM5. Wir sind ja hier im Mühlenkreis Mittelland. Allerdings auch MKM. Jawohl, Leonard Raffzahn. Leonard Raffzahn. Ja. Dann gucken wir mal weiter, würde ich sagen. Wir erkunden erstmal den Hof und schauen mal, was wir gleich zu tun haben. So, dann haben wir, was ist hier hinten? Hier haben wir noch Riesenplatz. Das heißt, hier können wir noch was gut was hin machen. Ah ja, eine Elektroladesäule. Ich hoffe nicht, dass wir hier irgendwo ein Elektrofahrzeug rumfliegen haben. So. Gehen wir mal hier durch. Upsa. Ah, schön, dass unser Tor noch offen steht. Dann machen wir es mal gleich zu. Also, ich sehe ein paar Fahrzeuge schon, ein paar Anhänger bei uns, ein paar Gerätschaften. Einen Pöttinger Faro 300, 3510 mit uns angemeldet. Jo, Lennart Raffzahn. MKM Leonard Raffzahn 400er Reihe, eine Walzerhammer und eine Sämaschine Hammer. Schön. Ach du Scheiße, was steht denn da hinten rum? Ich lasse es so doch mal lieber offen. Ne, wir können durch die Türen hier raus. Machen wir das Ding einmal schnell zu. Was haben wir denn hier? Wir haben irgend so einen Streuer. Ein Kubota DX. DSXW. Ach, keine Ahnung, wie das Ding man sich ausspricht. Dann haben wir hier irgend so. Was ist das denn? Ach du meine Güte. Was ist das? Ist das eine Grube? Keine Ahnung. Oh, das ist ja leicht zu erkennen. Das ist ein Flug. Haben wir hier eine Marke? Gar keine, auch gut. Naja. Nein, Alter. Nein, 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 nein. Okay, wir haben hier Frontlade und zwei Gewichte plus eine Palettengabel, auch schon.
Alter, nein. Ein MB-Trackler. Sogar noch nie nagelneu, ey. Ach komm, ey. Okay, wir können das hier vorne abmontieren. Ich will den jetzt kurz mal echt mal starten. Meine Güte, ist das bequem. So. Hier machen wir, glaube ich, Motor an. Also, er läuft auf jeden Fall. Ja, wir können den Spiegel verstellen. Come on. Lass mal einmal das Ding erstmal da oben offen. Und das Ding soll ich erstmal hier im Regen erstmal nicht bewegen. Ah ja. Okay, wir haben einen Drescher. Das ist schon mal gut. So, die Tür ist. Ich sehe da hinten irgendein altes Fahrzeug schon. Ja, dann irgendwas ist jetzt hier ja ein Beckmann. Meine Güte, das ist hier riesig. Wir haben ein Gewächshaus für Melone und Honigmelone. Okay, und wir haben einen Freiluftgarten. Ach, wie schön. Ja. Ui, was ist das denn? Das sieht wie ein... Oh, das glaube ich ist ein dieser großen Steinesammler, ey. Ja, super. Und was zur Hölle ist das? Ein Massey Ferguson. 185. Ach du meine Güte. Ich starte mal, weil ich so frei bin. Das ist eine Feldspritze, ja super. Was haben wir hier nebenan? Das Schneidwerk. Für einen Johnny. Gut. Das 625er X. Was gibt's denn noch hier noch? Ui, hier geht's ums Eck. Aber ich denke, hier steht jetzt nichts mehr rum, oder? Nee. Ja. Was haben wir hier? Wir haben hier ein großes Silo. Was ist das? Fake Action. Können wir hier durch? Ja. Den Sack. Ich würde sagen, dieser modernen Multifruit-Silos. Muss kurz mal schauen. Super. Ach nee. Das ist eine Futterfabrik. Interessant, dass wir eine Futterfabrik mit drauf haben. Oh, da ist ja unser Multifruit-Silo. Nevermind, hab ich nie was gesagt. Multifruit and Liquids. Multifruit und Flüssigkeitssilo. Ah ja. Ich sehe gerade 1 Million Fassungsvolumen. Ja, Prost, Mahlzeit. Wie soll ich hier bitte 1 Million reinpassen? Lass mal so stehen. Meine Güte, dass sie auch immer die Tore auflassen, ey. So, machen wir es mal zu. Ja.
Haller haben wir hier soweit entdeckt. Na, ja, wir haben noch einen Waschplatz, ja moin. Eine Kercher. Aber glaube ich, im Regen bringt das uns nichts zu Kerchern. Ja. Schauen wir uns noch hier vorne um. Hier haben wir noch einen Hydrant. Dann haben wir hier einen Brunnen. Dann können wir hier nochmal Wasser draus nehmen aus dem Schlauch und Meridian. Ein Treibstofftank. Und laut Ansage haben wir 5 Kubik drin. Ja, das wird uns, glaube ich, erstmal reichen. Für die nächste Zeit. Was haben wir denn hier noch so schönes rumstehen? Hier haben wir irgend so ein Haus. Was ist das? Keine Ahnung. Aber gut. Ich glaube, wir gehen lieber wieder ins Haus rein. Und ja. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, Leute. Euer TheKeyZoll. Ciao.